Ja, starten wollen wir aber mit einem fast schon leidigen Thema, nämlich dem Brexit. Noch immer ist nicht klar, wie der Ausstieg der Briten aus der EU letztendlich aussehen soll und sogar, ob er überhaupt stattfinden wird. Ja, die europäische Wirtschaft muss sich langsam aber sicher auf alle Eventualitäten einstellen. Die niederrheinische IHK geht noch einen Schritt weiter und setzt bei der Jugend an. Sie will die Jugend für mehr europäische Themen sensibilisieren. Mehr als 20.000 Schiffe fahren den Duisburger Hafen im Jahr an. Zusammen mit dem Zug- und Lkw-Verkehr werden dabei rund 131 Millionen Gütertonnen im Jahr umgeschlagen. Zahlen, die Duisport zum nach wie vor größten und wichtigsten Binnenhafen Europas machen. Laut einer aktuellen Untersuchung ist 2017 die Anzahl der direkt und indirekt Beschäftigten im Duisburger Hafen auf über 46.000 gestiegen. Das ist ein Zuwachs um 2,7% zum Untersuchungszeitraum 2015. Doch über diesen Zahlen schwebt ein Damoklesschwert. Der Brexit, der Austritt der Briten aus der EU. Noch immer ist nicht klar, welche Folgen der EU-Austritt Großbritanniens für die deutsche Wirtschaft hat. Klar ist nur, kommt es zum Brexit, wird die Wirtschaft aller europäischen Mitgliedstaaten die Auswirkungen zu spüren bekommen. So auch der Hafen und damit die gesamte Duisburger Wertschöpfung. Genau wie die Staatengemeinschaft der EU ist auch die europäische Wirtschaft ein kompliziertes Geflecht. Dieses zu verstehen, bereits in jungen Jahren, hat sich die niederrheinische IHK zur Aufgabe gemacht. Denn auch wenn die EU weit weg scheint, wir sind Teil davon und jeder hat ein Mitbestimmungsrecht. Nämlich am 26. Mai bei der Europawahl. Wie wichtig die Teilnahme an dieser Wahl ist und welche Bedeutung ein stabiles Europa für unsere Region hat, das erfahren Schüler beim IHK-Projekt Unternehmer für Europa. Ja, und über das Projekt Unternehmer für Europa wollen wir jetzt noch ein wenig weiter sprechen. Was genau dahinter steckt, das verrät uns jetzt gleich die Projektkoordinatorin Caroline Wohlfahrt. Frau Wohlfahrt, schönen guten Abend, schön, dass Sie da sind. Hallo. Ja, das Ganze ist ein Pilotprojekt, Unternehmer für Europa heißt es, um es nochmal zu nennen. Und das Ganze ist gezielt für die Jugend hier aus der Region, da sie jetzt keine Erfahrungswerte haben. Mit welchen Erwartungen, Wünschen, Hoffnungen geht man vielleicht in dieses Projekt? Ja, unsere Erwartung, unsere Hoffnung ist natürlich, dass jeder Schüler, der bei uns beim Projekt mitmacht, nachher auch an der Europawahl teilnimmt am 26. Mai und da sein Kreuzchen macht. Also jeder, der teilnimmt und sein Kreuzchen macht, ist schon ein Gewinn für uns. Zugegebenermaßen aus den Erfahrungen der letzten Jahre eine schwierige Wahl, gerade bei den Jugendlichen. Jetzt wollen Sie das eben mit dem Projekt so ein bisschen sensibilisieren, die Jugend ein bisschen antreiben. Wie genau wird das funktionieren? Sie haben da gewisse Unterrichtsstunden konzipiert. Wie sehen die aus? Ja, ganz genau. Also unser Projekt startet jetzt am Freitag mit einer Kick-Off-Veranstaltung in der IHK. Da werden wir auch einen Gast aus dem Europäischen Parlament haben, nämlich den Jens Geier, der ist Abgeordneter dort für unsere Region, also für den Niederrhein. Und nach dieser Kick-Off-Veranstaltung wird es dann verschiedene Unterrichtseinheiten, also Schulstunden, an Berufskollegs geben, auch hier am Niederrhein. Das heißt, wir werden eine haben in Kleve, in Geldern und in Wesel, und zwar mit verschiedenen Unternehmern, also mit bekannten Unternehmen. Es wird zum Beispiel teilnehmen der Geschäftsführer von Krone Messtechnik hier aus Duisburg, ein bekanntes Familienunternehmen, das ist Herr Rademacher-Dubbig. Dann wird teilnehmen der Vorstandsvorsitzende von Altana, das ist ein großes Chemieunternehmen, Herr Babilas. Es wird teilnehmen Herr Abbing von Probat aus Emmerich, auch ein wirklich weltweit aktives, international vernetztes Unternehmen. Und es wird noch teilnehmen der Chef von Katjes, der Herr Fassin. Ein breites Spektrum, ja. Also an Unternehmern. Jetzt sind Sie ja gezielt an Berufskollegs gegangen, um die Jugendlichen zu erwischen, die dann tatsächlich auch schon wählen dürfen. Genau. Jetzt sind das natürlich schwierige Themen, wie die Wahlbeteiligung der letzten Jahre gerade bei der Europawahl zeigt. Mhm. Glauben Sie auch, das wird schwierig, trotzdem die Jugendlichen dann vor Ort zu erreichen? Also ich denke, wir versuchen mit dem Projekt Unternehmer für Europa ja erst einmal Europa ein Gesicht zu geben, denn ich denke, das fehlt vielleicht noch. Deswegen ist vielleicht auch die Wahlbeteiligung in den letzten Jahren noch etwas gering gewesen, leider.
mit dem Abgeordneten, den wir zu uns einladen, also dem Jens Geier, versuchten wir da entgegenzuwirken. Der wird sicherlich ein offenes Ohr haben für jeden Schüler, der da am Freitag kommt und auch Wünsche mitnehmen für die Zukunft der EU. Ja, und wir versuchen natürlich, dass die Schüler in den Unterrichtseinheiten, in diesen Schulstunden ins Gespräch kommen mit den Unternehmern. Ja, zu Europa, zur Europäischen Union, zu allem, was die Europäische Union uns bringt an Vorteilen und was auch die Europäische Union der Wirtschaft bringt. Also zum Beispiel, was für Vorteile alle hinter dem europäischen Binnenmarkt stecken. Wir können dieses bislang fehlende Interesse der Jugend an Europa vielleicht auch mal kurz in Zahlen packen, dass man das auch so ein bisschen nachvollziehen kann. Letzte Europawahl hat 2014 stattgefunden. Die Beteiligung war damals in Deutschland bei 48%, also nicht mal jeder Zweite. Bei den Jugendlichen war es knapp jeder Dritte. Da wollen Sie jetzt natürlich so ein bisschen dran schrauben. Ja. Sie haben es schon so ein bisschen erklärt. Mhm. Einerseits das fehlende Gesicht vielleicht von Europas. Mhm. Das sorgt so für mangelndes Interesse bei den Jugend. Können Sie sich noch andere Gründe vorstellen, woran das liegt? Ja, ich denke, vielen ist vielleicht auch gar nicht bewusst, was für Vorteile alle hinter der Europäischen Union stecken, also was für Errungenschaften. Wenn man mal das Thema Reisen nimmt zum Beispiel. Also für mich ist es ganz normal, dass wenn ich nach Amsterdam fahre oder nach Paris, dass ich da kein Visum beantragen muss und keinen Reisepass brauche. Entschuldigung, also ich kann einfach in den Zug steigen oder ins Auto. Muss auch nicht vorher die deutsche Mark wie früher noch in französische Franc zum Beispiel umtauschen oder wenn ich nach Spanien will, spanische Pesetas. Also das ist ein Vorteil, den die Europäische Union uns bringt. Aber ich glaube, das ist vielen Schülern oder Jugendlichen gar nicht so bewusst. Mhm. Und wir versuchen auch mit diesem Projekt das wieder in die Köpfe hineinzubringen und das vielleicht präsenter zu machen. Hm. Ja. Glauben Sie, dass aktuelle europäische Krisen wie jetzt zum Beispiel das Chaos in der Brexit-Debatte das Thema schon so ein bisschen mehr in den Fokus gerückt haben? Spüren Sie da vielleicht schon in der Jugend oder generell in der Gesellschaft so eine gewisse Sensibilisierung, eine Veränderung? Ja, also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also der Brexit ist ja präsent jeden Tag in den Medien, im Radio, Fernsehen, Zeitung. Und das bekommen ja sicherlich auch die Jugendlichen mit. In den Schulen wird da sicherlich diskutiert werden drüber, in Erdkunde oder Sozialwissenschaften. Auch für die IHK ist das ein großes Thema. Also wir beschäftigen uns jeden Tag damit und versuchen, die Unternehmen vorzubereiten auf diesen Fall. Ja. Bleiben wir vielleicht direkt mal bei der IHK. 26. Mai steht die Europawahl an. Knapp 2 Monate vorher dann noch der Brexit eventuell. Man weiß es ja tatsächlich immer noch nicht so genau. Also spannende Monate. Wie wichtig ist jetzt die kommende Zeit gerade für die IHK? Ja, für die IHK ist diese Zeit enorm wichtig, denn für unsere IHK, also für die niederrheinische IHK, ist die Europäische Union von großer Bedeutung, von großer Wichtigkeit. Also wir haben viele unserer Mitgliedsunternehmen sind international aktiv, haben Handelsbeziehungen ins europäische Ausland oder auch global. Also um Ihnen eine Zahl zu nennen, 2017 haben unsere Unternehmen Waren im Wert von 9 Milliarden Euro ins Ausland exportiert. Also ich finde, das ist schon eine beeindruckende Zahl. Das sind Unternehmen aus der Chemiebranche, aus der Lebensmittelbranche, Logistikunternehmen. Ja, wir haben den Hafen hier in Duisburg, den größten Binnenhafen Europas. Also die Unternehmen, die da aktiv sind, für die ist es einfach höchst relevant, dass wir den europäischen Binnenmarkt haben und die Vorteile, die daraus entstehen. Also eine ganz wichtige Zeit, nicht nur für die IHK, sondern für uns alle, würde ich sagen. Frau Wohlfahrt, vielen Dank, dass wir heute da waren und uns das Ganze ein bisschen näher gebracht haben. Vielen Dank.